gucken sich erstmal ganz in Ruhe die Speisekarte an, genau. Und dann wählen sie aus dem reichhaltigen Menü, aus dem Bankett, etwas aus. Das ist so wie beim All You Can Eat so ein bisschen, ne? Moin und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution im neuen kostenpflichtigen Secrets of Dr. Wu DLC. Und wir haben hier die erste DLC-Mission in Arbeit. Wir müssen ein paar Pflanzenfresser in ein Gehege aussetzen und das haben wir jetzt auch schon geschafft. Unsere Strutomimus sind jetzt hier gerade schon fleißig am Socializen. Da kommt der dazu, der Corythosaurus, und will mitreden. Ich will mitmachen bei eurer Gruppe. Schließt mich nicht aus, nur weil ich anders bin. So, jetzt sind sie doch alle im selben Gehege, oder nicht? Ja. Alles gut aus. Diese neuen Dinosaurier sind was? Perfekt. Ausbrüten und in ein Gehege für Pflanzenfresser fallen lassen? Velociraptor? Ich denke, ich Bemühungen intensivieren. Ich möchte, dass sie ein Rudel Raptoren in das Gehege bringen und das Ergebnis beobachten. Und ich möchte die Sache unter Kontrolle halten. Also bitte keine toten Gäste. Wäre das möglich? Moment mal, was? Ich habe jetzt diese ganzen schönen Pflanzenfresser gezüchtet, damit ich dann da Raptoren reinsetze. Der Dr. Wu hat echt einen an der Waffel, darf ich das mal sagen? Okay, wir brauchen dafür auf jeden Fall Brutstättenkapazität hier drin. Gott, das ist mal... Das finde ich nicht cool irgendwie, dass ich das jetzt machen muss. Aber okay, es gehört zur Aufgabe dazu, dann machen wir das mal. Jetzt gibt's gleich Carnage, meine lieben Freunde, aber sowas von. Okay, wir brauchen 3 Raptoren. Dann machen wir das mal. Ich hoffe, ich habe genug Geld für 3. Sollte ich aber eigentlich haben. Die lassen wir auch alle gleichzeitig frei. Was wird wohl passieren, Dr. Wu? Was könnte das Ergebnis sein, wenn man Raptoren in ein Pflanzenfressergehege reinpackt, Dr. Wu? Was könnte möglicherweise dabei herauskommen? Die tun mir jetzt schon leid. Der Dr. Wu ist echt ein Penner, darf ich das mal sagen? Keine toten Gäste? Wo bleibt denn da der Spaß, ja? Tja, so ist das. Verbessertes Bauwesen 1.0. Nice. Dann verbessern wir gleich noch was, würde ich sagen. Und zwar verbessern wir mal die Futterstation. Senkt die Kosten für das Auffüllen. Ja, aufgefüllt werden muss ständig, ne? Dann sind gesenkte Kosten gar nicht so schlecht. Tja, die armen Saurier, die werden jetzt gefressen. Das nennt sich Schnellimbiss für die Raptoren. Es ist also doch ein Fastfood-Aktion gewesen. Eine Sturmabwehrstation überwacht den Kurs eines eintreffenden Tropensturmes. Okay, den sollten wir noch aussitzen, bevor wir die Raptoren rauslassen. Meine Damen und Herren. Ah, die sind ja auch noch bei unter 50%, das geht noch. Eine neue Gelegenheit hat sich aufgetan. Das muss ich ablehnen, das kann ich nicht machen, weil ich keine Fossilien zur Verfügung habe, die ich ausbuddeln kann. Das ist schon alles ausgegraben. Zoom bitte ganz nah ins Gehege, wenn die Raptoren das Gehege stürmen. Ich möchte alles sehen. Ja, sehr gut. Schön. Jetzt müssen wir erstmal den Sturm überleben hier. Das ist jetzt hier die Mission. Oh. Wir können mal direkt die Futterstation auffüllen. Und da direkt das Gebäude reparieren, das eine. Und der letzte Ranger hier kann das reparieren. Jetzt hätte man nämlich auch keine ACU, weil die beschädigt ist, glaube ich. Hoffentlich wird das Kraftwerk nicht beschädigt. Noch irgendein Schaden irgendwo?
Sieht nicht so aus. Sieht alles gut aus bis jetzt. Guckt mal, die Brontos, also die Apatos und auch die Diplos, glaube ich, die verlieren jetzt auch Geborgenheit im Sturm. Vorher haben das ja nur die Fleischfresser verloren. Aber jetzt verlieren das auch die Pflanzenfresser. Seht ihr das? Auch bei den Styracosauriern. Die sind jetzt nur bei 89% Tendenz sinkend, weil es gerade stürmt. Auch eine Änderung von dem neuen Update, beziehungsweise dem neuen DLC, Dr. Wus Geheimnisse. Und ich habe irgendwie das Gefühl, der Sturm dauert länger. Irgendwie beschleicht mich dieses Gefühl so ein bisschen. Muss ich ja ein bisschen reparieren lassen. Ein Dinosaurier wurde erfolgreich aufgezogen. Okay, die Raptoren sind jetzt fertig, meine lieben Freunde. Der Sturm ist jetzt auch durch, sehr gut. Schließen wir die Schutzräume mal. Und jetzt geht's rund, meine lieben Freunde. So, gleich direkt ACU rufen. Verstanden. Und alle betäuben. Erstmal alle in den Schlaf versetzen. Alle Raptoren. Und dann möglichst synchron rüberschaffen. Ich weiß nicht, ob das zählt, wenn dann da eins von den Tieren stirbt, da drüben in dem anderen Gehege. Und da sind noch nicht drei Raptoren drin, dann könnte es sein, dass das dann fehlschlägt vielleicht, die Mission. Ich weiß ja nicht, wie genau das ist dann. Na los, betäub ihn, komm. Krankheit ausgebrochen, ja natürlich. Natürlich jetzt. Was? Direkt bei den Raptoren? Die sind gerade gezüchtet worden, lol. Naja, dann lassen wir die noch kurz betäubt, solange bis die Krankheit geheilt wurde. Hoffentlich kriegen die Ranger das hin, wenn das Tier betäubt ist. Vor allem, vorhin wurden meine Fahrkünste angemängelt. Und ich sag's nur mal so, ne? Die KI-Fahrer, die fahren auch gegen die Tore mit voller Kraft gegen. Also die können auch nicht bremsen. Ich fahre also mindestens so gut wie die KI. Ich weiß, das adelt meine Fahrkünste nicht gerade, aber zumindest bin ich auf Augenhöhe mit einer KI, mit einer selbstfahrenden KI. Haben sie es jetzt? Ah, die sind wieder zu doof zum Treffen. Okay, ich habe nichts gesagt. So, dann transportieren wir mal die Raptoren. Hole Produkt ab. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Kommen natürlich nur mit zwei Hubschraubern. Ah ne, okay, da kommt der dritte. Ich hab nichts gesagt. Ich glaube, drei Hubschrauber ist ja auch das Maximum gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Kostenreduktion für Futterstationen 1.0. Nice. So, wie war das? Ich soll möglichst nah ranzoomen. Dann machen wir das mal. Ich hab Angst. Das wird ein absolutes Chaos, ein absolutes Drama wird das. Ja, die schreien schon um Hilfe, die Armen. Und alles ist Dr. Wus Schuld. Da hinten werden die Raptoren, die Mörder, die werden hochgehoben. Die freuen sich schon. Transportiere Produkt. Die Armen. Die armen Pflanzenfresser, jetzt werden sie gefressen. Sie werden den Raptoren zum Fraß vorgeworfen. Also mir tut das schon ein bisschen leid, muss ich jetzt sagen. Vor allem, was denkt denn Dr. Wu, was bei dem Ergebnis rauskommen soll? Raptoren-Schlaraffenland, ja toll. Oh, die schlafen auch noch da hinten. Die wissen gar nicht, was passiert, was ihnen bevorsteht. Oh, es fehlt nur noch einer. Ich hoffe, jetzt stirbt hier kein Tier, bevor der letzte abgesetzt ist. Sonst haben wir ein Problem. Produkt wurde transportiert. Okay, jetzt. Zauber. Oh, was machen Sie da? Unsere neuen Tiere sind plötzlich keine Star-Attraktionen mehr, sondern Teil der Speisekarte.
Das war nicht der Plan. Ja. Seht euch diese Formation an, wie ein Vogelschwarm auf der Flucht vor einem Raubvogel. Sie haben wirklich ein Fluchtverhalten. Guckt euch das mal an. Die fliehen wirklich. Was ist jetzt eigentlich, wenn ich den Raptoren Futterstationen hinstelle? Dann müssen sie ja an sich die Tiere nicht fressen, weil sie ja leichteres Futter bekommen. Oder Schafe, warte mal. Wenn wir Schafe mit reinstellen. Schafe und Ziegen. Bin mal gespannt. Vielleicht ignorieren sie die anderen Tiere ja da. Ja, guck mal. Warum hält es jetzt... Geschäfte sind oft nicht sauber oder einfach. Aber immer notwendig. Warum zählt es hier jetzt nicht also weiter? Sehen Sie sich diesen Auftrag an. Dürfen die kein Fleisch drin haben oder was, damit das zählt? Sieht fast so aus, oder? Hm. Tja, Dr. Wu lässt sich nicht verarschen, kann man da nur sagen. Ich muss das echt wegmachen, glaube ich. Oder was ist jetzt hier das Problem? Warum geht das jetzt nicht weiter? Nur weil ich jetzt die Futterstation aufgebaut habe? Ach komm. Das ist jetzt nicht euer... Ah, tatsächlich... Das kleine Schweinchen Dr. Wu, ey. Das wäre jetzt noch die Möglichkeit gewesen, die Tiere zu retten, die anderen. Aber tatsächlich, wenn da... Wow, hier geht's jetzt rund. Wenn da Futterstationen drin sind, zählt die Zeit nicht weiter runter. Das ist ja fies, ey. Nicht mal so kann man die Mission umgehen. Tja... Dr. Wu halt, ne? Huch, was denn jetzt? Das habe ich jetzt irgendwie drauf geklickt. Tja, die sind jetzt der Boss im Gehege. Oh nein, der Struthio Mimus. Der wird nicht mehr lange leben, glaube ich. Oh Mann, die armen Pflanzenfresser, ey. Ich muss es wegmachen, die Raptoren sollen jagen, ja. Ich glaube auch, dass es darauf hinausläuft. Aber sie haben zum Glück noch keinen Hunger, weil ich sie kurz noch gefüttert habe. Mit Fleisch. 3 Minuten müssen die Tiere noch durchhalten. Wenn die Mission danach nicht noch weitergeht, das wissen wir jetzt nicht. Vielleicht lautet ja dann der nächste Teil der Mission: Sorge dafür, dass die Raptoren alle Tiere aus dem Gehege auffressen. Oh oh. Guckt mal, wie sie die einzelnen Tiere da isolieren. Der eine da ist jetzt in der Ecke. Und jetzt verbreiten sie sich hier so ein bisschen. Schneiden sie dem jetzt den Weg ab? Wie sie ganz geschillt durchlaufen. Die gucken sich erstmal ganz in Ruhe die Speisekarte an. Genau. Und dann wählen sie aus dem reichhaltigen Menü, aus dem Bankett, etwas aus. Das ist so wie beim All You Can Eat so ein bisschen, ne? All You Can Eat für Raptoren. Aber noch sind sie nicht hungrig, ne? Irgendwie... Also eins ist schon mal sicher, wir kriegen dadurch auf jeden Fall eine Menge Geld. Jetzt wird's spannend. Ich glaube, so langsam müssten sie mal wieder Hunger haben. Sie können sich nicht entscheiden, sie sind total überfordert mit dem Angebot. Wie sie gerade synchron hier ihre Aktion machen. Drei-Gänge-Menü, bitte.
Na los, jetzt macht mal Action hier. Oh, oh, da hinten hat's den ersten Ströter Mimos erwischt. Ein Toter. Hä? Wird er jetzt zum Pflanzenfresser hier? Wird er zum Vegetarier? Nein, er verschmäht das Grünzeug. Er geht dran vorbei. Ah. Noch 46 Sekunden müssen wir durchhalten. Beziehungsweise unsere Pflanzenfresser. Und dann ist die Mission geschafft. Irgendeine Nachricht kam hier gerade rein. Irgendwas hat Blonk gemacht. Oh, guck mal, die kämpfen gegeneinander hier. Oder? Also er ist ja hier das Alpha-Weibchen. Das Alpha-Weibchen. Bei Raptoren ist er, glaube ich, Weibchen. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Toter Dinosaurier! Sie werden immer trauriger. Eingehende Übertragung! Ja! Mission abgeschlossen! Graslandanpassung 2.0 ist jetzt erhältlich. Okay, das war unerwartet. Und spektakulär. Unsere Gäste lieben offenbar Dinosaurierkämpfe. Ein modernes Kolosseum, nein, oder? Wirklich. Kolossale Unterhaltung. Also so kolossal finde ich das ehrlich gesagt gar nicht. Ich betäube jetzt mal die Raptoren. Mal ein, okay? Alles Teil meiner Forschung. Ja, ja. Ihr Unterhaltungswert ist explodiert. Ein Sieg auf ganzer Linie. Toll, Dr. Wu, toll. Und wenn man berücksichtigt, wie es einigen Tieren ergangen ist, war das ein angeschlagenes Ego wert, oder? Die Wahrheit ist, ich mag sie nicht sehr, Dr. Wu. Nicht nur ich, aber ihre Ergebnisse sprechen für sich. Tja, dieser Dr. Wu, ey, den kann man irgendwie nicht mögen, so. Der tut alles, damit man ihn nicht mag. So. Wir machen jetzt ein Raptorengehege, ein Extragehege für die Viecher. Transport im Gange. Sonst wird das, glaube ich, Transport. Was genau wurde jetzt... Ach so, die Leiche, genau. Den Ströter Mimos hier, den können wir auch abtransportieren. Der ist ja tot. Vielleicht kriegen wir die Raptoren da noch raus, bevor sie alles aufgefressen haben. Das wäre nicht schlecht. So, wir bauen das Raptorengehege jetzt da in die Ecke. An die Stelle hier. So. Das muss, glaube ich, nicht so ganz so groß sein. Mal gucken, warte mal. Gleich eine Aussichtsplattform dazusetzen. Flansch. Flansch und... Ah, verbaut. Scheiße. Bin ein Ticken zu weit nach vorne gegangen hier. Egal, warte. So, genau. Das passt alles. Futterstation. Futterstation und ein bisschen Wasser noch. Was? Achso. Falscher Knopf. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das Gehege groß genug ist für die Raptoren. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Müssten da nicht eigentlich drei Betäubte sein? Wo ist denn der dritte? Da. Schon gewundert. Produkt wird eingesammelt. Raus mit den Raptoren! Sehr schön. Haben wir wenigstens ein paar Pflanzenfresser noch gerettet. Ich glaube, drei Ströter Mimen haben sie gefressen. Okay, dann mache ich hier mal ein Gehege-Upgrade noch. Damit das hier mit Strom läuft, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, schon recht wichtig bei den Raptoren. Raptorenzäune sollten immer unter Strom stehen. So.
Produkttransport wird durchgeführt. Also ich glaube, selbst wenn sie jetzt ausbrechen sollten, haben wir schon wieder zu viel Stromverbrauch. Oh, ja, wir haben zu viel Stromverbrauch. Scheiße, okay. Brauchen mehr Strom. Großes Kraftwerk. Hey, wie es da nicht hinpasst. Warum? Oh Gott, immer dieser Platzbedarf. Für alles und jedes. Für jedes Ding. Produkttransport beendet. Ich würde sagen, ein Kraftwerk direkt gegenüber vom Raptorengehege ist nicht so ist nicht so blöd, oder? Also das kann man mal machen. Ich kann es nicht setzen. Zustellung wurde abgeschlossen. Ah, da ging's kurz. Wo war das? So nah am Gehege dran, naja. Ob ich da noch einen Weg vorbeibauen kann jetzt? Mal gucken. Müssen wir gleich mal schauen, ob das noch geht. Weg. Ja, das geht noch. Sehr gut. Da passt aber kein Haar mehr dazwischen, ey. Geht's den Raptoren auch gut in dem Gehege? Ja, sie fühlen sich wohl perfekt. Aber gerade so. Dann haben wir jetzt Raptoren. Hier werden Raptoren gezüchtet. Warum kann man nicht jedes Gebäude ein 1x1-Würfel sein? Ach ja, weil es komisch aussehen würde. Ja, das würde halt vor allem auch langweilig aussehen. Was eher die Frage ist, warum kann ich nicht die Gebäude selbst gestalten? In ihrem Aussehen, so wie bei Planet Coaster. Das wäre cool gewesen. Das finde ich eher schade, dass das nicht geht. Naja. Das wird auch nicht mehr kommen, glaube ich. Also, ich rechne nicht mehr damit, dass man da noch solche Möglichkeiten an die Hand kriegt. Ich glaube, man wird immer an die fertigen Gebäude gebunden sein, die man vom Spiel angeboten bekommt. Komm schon. Ach ja, wir müssen ja auch Kampfsiege jetzt haben, ne? Oh Gott. Da müssen wir mal irgendwie die Raptoren mit schwachen Gegnern ausstatten, die sie auffressen können. Was wäre das denn dann? Gucken wir mal nach. Suchomimus vielleicht. Wenn wir die Modifikationen rausnehmen. Oder... Deinonychus würde, glaube ich, auch gehen. So, das Kraftwerk ist fertig. Das wird gleich direkt verbessert. Ausfallschutz und verbesserte Leistung. Ausfallschutz und verbesserte Leistung. Niedrige Gesundheit, was? Oh. Ah! Schnell helfen! Warum? Was ist mit dem los? Nahrung. Ich rate Ihnen, Ihre Tiere stets ausreichend zu. Ach, ich hab ich. Vor allem in Situationen wie diesen. Ah, okay, jetzt sind hier definitiv zu viele Tiere drin tatsächlich. Da brauchen wir jetzt doch eine zweite Futterstation. Nicht so eine. So eine. Dann machen wir das mal. Nimm die Dill. Ach nee, die los. Ja. Ich weiß schon, was da gerade eigentlich noch hätte stehen sollen. Aber die greifen, glaube ich, die Raptoren nicht an. Ich glaube, die gehen den Kämpfen sogar eher aus dem Weg, die Raptoren. Deswegen sind die gar nicht so gut geeignet dafür. Die Dilos meine ich. Die gehen den Kämpfen mit den Raptoren aus dem Weg. Da werden wir schlechte Karten haben. Das muss irgendwas sein, was keine Angst vor Raptoren hat. Die Dilos haben Angst vor Raptoren. Und ich glaube, beim Pflanzenfresser zählt es nicht als Kampf. Da bin ich mir aber nicht sicher. Es muss, glaube ich, ein anderer Fleischfresser sein. Deswegen würde ich jetzt mal tatsächlich den Suchomimus probieren. Und ich nehme jetzt einfach alle Modifikationen einfach auf 0.
Obwohl, ja doch, machen wir alles auf Null. Es ist ja, glaube ich, eh alles auf Null. Ja. Durch die neuen genetischen Modifikationsmöglichkeiten sind die meisten Eigenschaften eh schon auf Null. Null gehen. So, okay, dann machen wir mal einen. Würde ich sagen. Angriff 85, Verteidigung 31. Wie sieht es denn bei den Raptoren aus? Bei den Werten. Wo sehe ich denn das nochmal hier, ne? Angriffsgene. Okay, die sind eindeutig stärker als die... Oder mindestens genauso stark wie die Suchomimi. Alles klar. Sollte eigentlich funktionieren. Wir werden es ja sehen. Ich muss vielleicht einfach auch mit dem Ranger dann nachhelfen. Und immer die Raptoren ein bisschen hochheilen. Damit die Suchomimus die nicht töten. Das geht schon. Und es muss vor allem auch derselbe Raptor den Sieg davon tragen, ne? Ist auch so ein Ding. Ist das nächste Ding. Aber Geld kriegen wir jetzt. Das ist schön. Lassen Sie einen Archeornithomimus mit einer 27er Bewertung frei. Warte mal, das können wir direkt mal machen. Archeornithomimus. Und wir stellen ein... Ja, Regenwaldmuster nochmal. Den können wir jetzt aber mal ein bisschen verbessern. Da brauchen wir keine Verbesserung. Machen wir mal Gehirnalterung. Und besonders effizientes Blut. Genau, den stecken wir dann einfach hier mit dazu, würde ich sagen. Als kleine Ergänzung. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Erstens bin ich gespannt, ob der Suchomimus überhaupt eine Chance gegen die Raptoren hat. Und dann bin ich gespannt, ob ich hier einen Auftrag freigeschaltet kriege oder abgeschlossen kriege, wenn ich den Archeornithomimus rauslasse. Müsste eigentlich beides klappen. Aber genau weiß man es halt nicht, ne?